Ich habe vor 3 Monaten begonnen, in ETFs zu investieren. In den letzten Jahren wurde eine Menge Geld in den Umlauf gebracht, massiv die Geldmenge erhöht, zuletzt viele Corona-Hilfen. Sollte es aufgrund dessen und möglicher weiterer Krisen, die uns in den nächsten Jahren vielleicht noch bevorstehen, zu einer Währungsreform in Europa kommen, wird dies sicherlich auch Auswirkungen auf angelegte ETFs haben. Wie könnten diese aussehen? Angenommen, wir kriegen ein neues Geld. Gut, dann wird einfach umgerechnet. Also das hatten wir ja schon mal, das mit dem neuen Geld. Das war ja Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, als sie von der D-Mark auf Euro gingen. Da wurden ja müssten ja die ganzen Börsen- und Aktienkurse auch von D-Mark auf Euro umgerechnet werden. Genau das wird passieren und dann geht es einfach weiter. Und dann entwickelt sich der Kurs so, wie die Marktteilnehmer denken, dass die neue Währung einschlägt. Also wenn die neue Währung als positiv gesehen wird, als stabil gesehen wird, wenn man der Meinung ist, dass die Firmen, die in diesem Währungsraum wirtschaften, durchaus profitabel sein werden, dass das Ganze einfach eine erfolgsversprechende Sache ist, dann werden die Kurse entsprechend steigen. Aber das hat nichts mit dem Währungswechsel zu tun, sondern damit, wie halt der Markt einfach dieses Instrument des Währungswechsels bewertet in Bezug auf die Wirtschaftskraft der Firmen und da werden die Aktienkurse dann halt nach bewertet.